diese Welt. Also da bin ich, Präsident. Und viele Leute rum. Also dieses Foto ist entstanden in Marienfeld, eine Allee in einem Wohnheim. Da ist der Präsident hier in dem Wohnheim, der war hier. Ich als Ausländer, ich bin sehr froh sozusagen, dass ich den deutschen Präsident gesehen habe. Das habe ich mir in meinem Leben nie vorgestellt. Das ist meine Familie und wir kommen aus Mazedonien. Das ist meine kleine Tochter Sarita Tomowska und sie geht in die Kipa-Schule. Und meine zweite Tochter ist Veronika Tomowska, sie geht in die ISS Ringstraße in die 7. Klasse. Und meine älteste Tochter Sorica Tomowska, sie geht in die erste Gemeinschaftsschule Schöneberg. Also meine Frau Snežana Tomowska, sie ist 38 Jahre alt. Ich bin Sascha Tomowski, ich bin 36 Jahre alt. Als Kind war ich 7 Jahre in Deutschland. Aber jetzt mit meiner eigenen Familie bin ich seit 2010. Es gibt viele Gründe, aber es geht eigentlich darum, dass das Leben unten sehr, sehr schwierig ist. Keine Arbeit, ohne Wohnungen, auf die Straße zu wohnen, geht nicht. Und ich weiß, dass die seit 2,5 Jahren, also seit 2,5 Jahren in Deutschland sich aufhalten. So. Die sind ja eigentlich einer unserer längsten Familien hier im Wohnheim Marienfelde. Also wir existieren ja erst seit 2 Jahren, seit etwas über 2 Jahren. Und seitdem sind sie auch hier bei uns als Bewohner. Angekommen sind sie hier als Asylbewerber und waren auch bis Anfang diesen Jahres auch noch Asylbewerber. Und Anfang Februar oder Mitte Januar wurde denen dann auch deren Asylantrag bewilligt. Wir haben auch eine Abstimmung gehabt und deswegen haben wir nicht gedacht, dass es so weit kommen würde, dass wir hier bleiben. Wir haben eine Grenzdrittbescheinigung gehabt, dass wir zurückgehen müssen, aber die Härtefallkommission hat das entschieden, dass wir bleiben, aus gesundheitlichen Gründen, wegen den Kindern, wegen der Schule, weil die gut in der Schule sind. Auch gesundheitlich habe ich gesehen, dass es unten nicht mehr weitergehen kann. Ich bin hier in Deutschland operiert worden und gesundheitliche Gründe ist noch schlimmer geworden und deswegen sind wir hierher. Das war eigentlich das größte Glück, weil also meine also mein Vater, der immer zu tun kann, der nichts arbeiten, weil der krank ist. Und ich habe, wo ich herausgefunden habe, dass mein Vater hier operiert ist, weil ich wusste es also damals, ich war zu tun und so. Und danach hat er mir erzählt. Und wo ich das rausgefunden habe, es war richtig schwer, es einfach nur in meinen Kopf reinkommt. Und habe einfach nur gesagt, ey, ich muss das einfach nur schaffen, weil ich will nicht, dass mein Vater jetzt irgendwie in Mazedonien geht. Und da gibt es sozusagen keine Medizin. Also man kann da nicht geheilt werden. Und hier, Gott sei Dank, geht es auch. Auch wirklich, sie gehören einer zu den wenigen auch. Jugendlichen hier auch bei uns im Heim, die nicht zu den wenigen, aber wo man sagen kann, dass sie die regelmäßig in die Schule gehen, dass die unheimlich viel lernen, auch zu Hause, dass die total gewillt sind, oder Deutsch zu lernen, das perfekt zu beherrschen, weil sie klar Träume und Wünsche haben, hier in Deutschland bleiben zu können. So. Und weil sie halt immer schon die Hoffnung gehabt haben oder gedacht haben, wenn ich gut Deutsch spreche, wenn ich mich gut integriere, wenn ich besonders gut in der Schule bin, dann wird die Ausländerbehörde sagen, ich muss nicht zurück. Sorica, wir machen dann heute also jetzt mal das Bilanzgespräch. Wir wollen es so machen, wir machen zuerst mal einen Überblick über deine Noten jetzt, wie die Lehrer sie auch ausgegeben haben für heute. Und dann werden wir uns mit dem Bilanzbogen kurz beschäftigen. Wir wollen uns überlegen, welche Vereinbarungen wir treffen wollen für die nächste Zeit und auch, wie wir das erreichen wollen, ne? Damit dein schulischer Werdegang ja immer besser wird. Ne? Ja. Was für ein Ziel hast du eigentlich?
Also MSA schaffen und Abitur und solche. MSA, Abitur ist ein Ziel, das heißt dementsprechend gut müssen deine Noten ja auch sein. Surza kenne ich seit anderthalb Jahren, glaube ich. Das kommt, glaube ich, hin. Also jetzt hier, dieses Jahr bin ich auch neu an der Schule und vorher hatte ich sie an meiner alten Schule in der Förderklasse kennengelernt. Okay, beim Sozialverhalten, ich lege das mal ein bisschen so, dass du mit reingucken kannst. Mhm. Beim Sozialverhalten fällt uns nach wie vor auf, wie gut du dich an die Regeln hältst und auch, dass du einen guten Einfluss auf deine Mitschüler hast. Das haben wir dir letztes Mal auch schon gesagt, Ihnen ist das auch bekannt, dass du hilfsbereit bist, respektvoll, du wirst von den anderen geschätzt, gerne auch gefragt, wenn es um schulische Probleme geht. Das läuft also schon ganz toll. Das, wo du hier dein Kreuz ein bisschen weiter hinten gemacht hast und wir auch, ist der Bereich, was Herr Karl eben schon meinte, dass du dich noch ein bisschen aktiver in die Klassengemeinschaft und auch in den Klassenrat einbringen könntest. So wie ich sie in der Förderklasse erstmal kennengelernt habe, ganz frisch aus ihrem Heimatland stammend oder kommend, hat sie einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Sie war schon in der Förderklasse sehr fleißig gewesen, vom Verhalten her ganz vorbildlich, aber auch arbeitswillig, lernbereit. Und das hat sich jetzt in der 8. Klasse, war ich ja nicht ihr Klassenlehrer, aber jetzt in der 9. wieder, da muss ich sagen, da hat sie einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht, wie man auch an ihren wirklich guten Noten sieht. Dann wollen wir das unterschreiben. Mhm. Du, wir unterschreiben dein Blatt und du heftest das in dein Notebuch. Genau. Ja? Dein Papa muss das auch noch unterschreiben dann. Die kennen das vom letzten Mal. Du auch oder hast du schon? Nee, hab ich nicht hier, oder? Ja, mach mal. Die Frau Niedfeld darf auch unterschreiben. Ja, das wär's dann. Was danach kommt, aber trotzdem war ich irgendwie bei mir drin war so, dass ich mich irgendwie viel gefreut habe. Ich weiß nicht auch wieso, aber ich habe es einfach erwartet, dass die da anrufen und sagen, sie haben einfach dieses Aufenthalt gekriegt. Das habe ich irgendwie erwartet und habe mich, es war richtig stressig, weil also ich weiß nicht jetzt, was mich erwartet oder sowas, aber trotzdem habe ich in mir so drin irgendwelches Gefühl gehabt, oh je, ich krieg das jetzt. Also es gibt dieses Nein, es gibt dieses Nein nicht. Also die werden anrufen und werden einfach nur Ja sagen. Ich habe daran geglaubt. Jas, kako majke. Много съм задоволна от них. Премного съм задоволна. Сварно ги донесохме в туга земя. Али сварно много добро. Сварно бе я сериозна и с некакви други деца. Сварно сака да го научат германски язик, сварно сака да идат у школа и сварно сака да бидат напред. И аз съм много радостна со тоа што они сака да идат напред. И можат много. Also, sie findet das sehr gut. Sie ist von uns sehr zufrieden, dass sie hat uns gesehen, dass wir uns Mühe geben, dass wir in der Schule gehen, dass wir Bock haben, Deutsch zu lernen. Und sie ist uns sehr so dankbar. Wir haben drei Wünsche gehabt, seit wir nach Deutschland gekommen sind. Waren, dass wir hier bleiben dürfen, dass die Kinder gut in der Schule sind und dass wir unser Brot alleine verdienen. Zwei Wünsche sind erfüllt worden, Gott sei Dank. Und jetzt nur gesund werden, arbeiten, Wohnung und dann das Leben einfach weiter. Also, wir haben es einfach zusammen geschafft, sozusagen. Und ich habe eine große Hilfe von meinen Kindern bekommen und ich bin sehr stolz. Und ich wünsche, dass sie mal so weitermachen. Dass das, was ich hier in Deutschland erlebt habe als Kind, ich habe mir gewünscht, dass meine Kinder hier zur Schule gehen. Und das haben wir auch geschafft. Also ich wünsche mir richtig, dass wir alle drei es schaffen, also dass wir unser Abitur, also dass wir studieren können, alle drei, dass wir einen festen Job haben, also Beruf. Und dass wir einfach ein Leben haben und nicht einfach nur wie zum Beispiel in Mazedonien irgendwie wie Hausfrau zu werden oder immer, weiß nicht was, putzen oder so, sondern ich will ein festes Job haben, zum Beispiel ich will Sozialarbeiterin werden und Dolmetscher, ich will einfach für die anderen auch helfen, wenn die mir auch geholfen haben.